Hafenleben machen wir ja jetzt, ne? Machen wir ja nur deswegen, weil ich schon angefangen habe, die Einfahrt zu bauen. Aber OBS hatte wieder keine Lust, was aufzunehmen. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr hin mit dem ganzen Lehm. Quatsch hier. Das kleine haben wir auch wieder jede Menge. Schönen Dank auch. So, das brauchen wir. Den Turm brauchen wir. Kettensäge brauchen wir jetzt nicht. Na. Entschuldigung. Warte. Noch mehr Steine. Meine Fresse. Soll ich alles hin tun? Kommt der Dunungsstapel hier rein. Ja, also, dürfen wir nicht vergessen. Ach, Toni. Da war ja noch was. Okay, du musst doch mal 50 von den Dingern hier schleppen. Ja, noch mehr Sand. So. Nun ja. Hätten wir noch geschützte Arme, ne? So, gucken wir unsere. Achso, ich muss ja mal gucken hier wegen Nachlegen, aber brauchen wir nicht. Hier nicht jedenfalls. Hier jetzt auch nicht wirklich. Wir müssten da 5 Eisen reingelegt. Ne? Da wo ich jetzt gebuddelt habe, da gab es leider nichts. Ne? Also da wo die Einfahrt ist. Und hier noch irgendwas im Bau, ne? Hier war noch was im Bau. Oh, nur mit Einholz kommen wir nicht weit. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Dinger verballert. Um mir hier Blöcke herzustellen. Ja, wirst du wohl. Aber warte mal, die kannst du ja eigentlich rein theoretisch drinnen lassen, weil wir haben ja noch Kohle, ne? Hier, nee, ja. Dann nehmen wir mal so ein bisschen was raus. Hier, so. So, so. Und, ne? So, ne? Oh, dann machst du nochmal durch 3. Ne, machen wir durch 4. Hat noch 220, hat noch 123. Klatscht hier mal Kohle mit? Nein, hier ist auch noch gar nicht fertig. Wir brauchen jetzt noch 50 Minuten. Puh, ne, das war ein bisschen viel. Ja, nö. Mach mal so. Ja, so. Mach ich da Plätze überhaupt noch? Sieht nicht so aus, ne? Droni, ja, alte Fressmaschine. Nimm mal hier. Da haben wir ja eben das andere schon leer gemacht haben, was du rumgetragen hast. So, da haben wir Essen drin, Trinken drin. Ja, gut, okay. So, Kohle war hier da drin. Wie schaut es hier aus? Hier fehlt noch Kohle zum Anlegen. Und hier fehlt Kohle zum Anlegen. Ne? So, und der brauche jetzt noch ungefähr 4 Minuten. Ja, so. So, gut, dann kannst du loslegen. Kommt Droni noch, weil ich ja beim Bohren unten eben gerade einen verballert habe. Mann, noch 2, 3, ne? Doch, was entdeckt das Benzin. So, haben wir noch 159 übrig. Na ja, gut, woanders brauchen wir ja jetzt keinen. Also brauchen wir nur die 2 Öfen. Die Schmieden. Falsche Kiste. Auf jeden Fall wäre ja heute Blutmond. Den habe ich nur noch abgeschalten. Das heißt, ich muss ja nochmal neu starten. Und den Blutmond wieder einschalten, weil ich beim Bauen ausgeschalten habe. Entschuldigung. Jetzt kann man wenigstens noch ein paar Schrotflintentürme hier ausstatten. Na, einen behalte ich auf alle Fälle. Ein bisschen. So. Wie viel Pulver machst du überhaupt? 1000 waren es, ne? Oh, 1098. Mehr wird's nicht. Gudi. So, hatten wir dich eigentlich wieder aufgefüllt? Nee. Da war noch was.
Moment. Du kriegst die Tür nicht zu. Mann, ey. Hast du sonst nicht so die Knochen gebrochen? Boni, Hilfe. Meine Sensoren haben etwas erfasst. Ja, dass ich ein gebrochenes Bein habe. Verliebenswürdig von dir. Was heißt denn erfasst? Boden. Eine Schlange. Hm. Ja. Hm, toll. Alles rein. Nicht mehr in Taschen gehabt hier. Mann. Also. Brauchen wir. Nehmen gleich ein bisschen mehr mit für oben, die zwei, drei. Ach scheiße, da habe ich die Dinger wieder vergessen. Die. Jetzt sag schon. Die. Verteiler, genau, jetzt bin ich da. Junge, Junge. Die Stromverteiler haben wir jetzt natürlich nach oben gelassen. Ja, die musst du mitnehmen. Hier musst du auch mal ein bisschen was mitnehmen. Da ist ja gar nichts dabei. So. Also. Folgendes. Erstmal hier. Ne? Wie sieht es mit dir aus? Das ist nämlich auch leer. Okay, rein damit. So. Wieder voll. Der nächste. Hier, dein Blutmund, komm hier und, ne, und so. Und da ist nichts. Zeige ich euch gleich, was ich da unten gebaut habe. Ja, ich mache nur erstmal hier schnell, dass mir den Turms gießt. Halt, nein, bevor du hochspringst, hol mal die Stromverteiler. Wir brauchen jetzt welche. Oder einen. Zumindestens. Kannst den Bohrer rausklatschen, wollte ich sagen. Jetzt nicht die Verteiler. So, den machst du jetzt da. Ne, die brauchen wir gleich. Und den machst du jetzt noch dahin. Nur mehr haben wir eh nicht mehr. Oder haben wir noch irgendwo geschützt, wo wir liegen. Mhm. Ja, den nimmst du auch nochmal mit. Da waren wir unten verteilen irgendwo. Die Fackel nimmst du mal mit. Und aufwerten müssen wir dann. Wenigstens ein bisschen was da unten. Da war es aber der Holz, ne? Ein Staube war doch hier noch. Den Rest habe ich jetzt von dem ganzen Holz verballert und Blöcke, ne? Oder zu Blöcken verballert. Haben wir noch irgendwas? Willst du den Elektrozahn noch ziehen oder was? Nehmen Sie mal mit. Straßenteuch konnte man nicht mehr machen, weil kein Ölschiefer mehr da war, ne? Genau. So, jetzt gehen wir erstmal hoch aufs Dach. Und schwupp. Aufs Dach wollte ich. Da steht einer, zwei. Tja, nun. Ach so, da muss ich schon weghacken, ja, den Kram. Ding. Und, oh, schade. Oh, hier könnte ich so einen hinstellen, oh. So, in die Richtung, ja, einen anderen muss ich eben... Oh, schon einen Block bauen, gerade habe ich sie weggepackt, Mann. Ach. Da, nein. So, dann wertet das mal so, hast du gar nicht ausgestattet hier. Na, mach doch ruhig, Cluster. Na, du machst den Beton draus, ist gut. Alles klar. Auch so nicht mehr. So, ja, zufrieden jetzt. So, dann müssen wir den ja nur auch noch ausstatten hier mit Munition. So. Da müssten wir eigentlich fast alle Geier auf dem Holz haben, würde ich mal meinen. Da muss ich noch Munition reinmachen. Dann muss ich doch noch mal nur noch Munition holen. Da kannst du aber schon mal die Dinger hier hinhängen. So, ich würde mal meinen. Wir müssen von ganz unten erstmal hier hoch, ne? Und den so hier hinhängen.
Müsste es ja eigentlich rein theoretisch reichen. So, und jetzt auch noch irgendwas kaputt. Das ist wirklich jetzt alles. Den kaputten hättest du wenigstens aussagen können vorher. Na gut, dann halt nicht. Da bin ich schon. Jetzt fehlt wieder Eisen, ne? Ist klar. Eisen fehlt. Naja, gut. Jetzt müssen wir von hier unten dann, ne? Schön. Ihr müsst ja eigentlich auch noch austauschen, den ganzen Kram. Werden wir auch nicht mehr schaffen. Ja, da bleibt auch nicht mehr viel Munition übrig, ne? Nur mal so. Also zweimal brauche ich es jetzt nochmal. Dann sind die ja schon wieder alle. Okay. Ah, ich brauche das ja von oben. So, wir brauchen jetzt Strom von ihm hier, ne? Wie, was machst du denn? Wie verballerst denn du? Wieso kann ich nicht einschalten? Aber gar nicht mitziehen, sondern sag doch gleich. 123, das sollte reichen. Wir gehen von dir erstmal nach oben, ne? Auf diesen. Dann gehen wir von diesen noch ganz nach oben. Da bin ich mal gespannt, ob das reicht. Na. Und sonst müssen wir nämlich noch einen Schlüssel setzen. Na, scheint aber zu reichen, wie scheint. Also einmal. Oder nur. Ich glaube, für eines Tages rufe ich die Klappe wieder weg hier. Und schwupp. Was machst du denn? Bist du da hingeblieben an der Sprosse oder was? In deinem Gipsbein. So, auf den da. So, nee, der war voll. Hier muss noch was rein. So, ne, da haben wir zwar hier in der Mitte einen Kegel, aber ich glaube nicht, dass da, ne, also... Da braucht er nur ganz geringfügig mal so einen Kegel hier berühren, da zieht der Turm da schon rum. So, und die müssen wir noch nicht. Du warst voll, also hier müsste quasi noch einer hin. Ne, für die Richtung. Mal da unten haben wir die anderen dann, falls die mir noch zu nahe kommen. Aber die müssen wir anschließen. So, dann müssen wir unten noch die anderen Geschütztürme auffüllen. Die Schrotflintengeschütztürme jedenfalls. Ja. Dann ist die Munition aber auch schon wieder am Ende, würde ich sagen. Ja, ist gut. Jammer nicht. So. Hier haben wir. Das ist schon mal angeschlossen. Das ist auch Munition drauf. Alles gut. So, nächster Punkt. Nächster Punkt wäre... Klingenfalle noch mit anzuschließen. Ne? Die Klingenflasche schließe ich jetzt aber mit einem von den Türmen hier unten an. Ne? Wenn man nein rennen muss. So, ich meine, die bringt zwar jetzt nicht viel, aber vielleicht auch doch. So. Schütztürme hier hinten. Die müssen wir noch auffüllen. Ich glaube, die letzten waren es, ne? Also Imsen hier. Genau, so. Ausschalten, da muss noch was rein. Ja, kann ich voll machen. Ja, so reicht. Nächste bitte. Ist schon voll. Entschuldigung, Mann ey. Fehlt da noch ein Schützturm? Habe ich das richtig gesehen? Das ist aber traurig. Einmal, zweimal, nochmal. Einmal.
Wieso fehlt denn hier Menü? Doch, ich hätte alle Drohnen hier. Ich bin noch ein Shitstorm. Was ist doch scheiße. Verdammt, da habe ich sie da oben hingebaut. Na gut. Ich meine, oben werden sie auch gute Dienste leisten, würde ich sagen. Der Strom ist angeschlossen. Und da noch da. Ja, wollen wir nochmal gucken hier, ne? Nicht so mal hier. Also der geht nach da und der geht nach dort. Zu Eamsen. Von Eamsen geht jetzt dann über. Okay. Man sieht es zwar nicht, aber ich denke es mal schon. Und von ihm dahin und von ihm dahin. Gut. Und die zwei Türme auch angeschließt. Ja, die Straße werden wir nicht schaffen. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich hier gebaut habe. In der kurzen Zeit. Ja, ab und zu musste ich ein paar Blöcke zerschießen, weil irgendwelche Zombies immer kamen und die Schrotflinte, die fährt ja voll durch. Die macht ja volle Bambule. Die hat mir die ganze Zeit Dinger weggeschossen. So jung. Nee. Ja. Kopieren. Ja, hier, kopieren. Toni, stehst mir am Licht. So ein bisschen. So, halt hier noch. Ja, war schon der richtige. So, das ist übrigens auch schon mal repariert. Und Ruflin, die haut ja voll durch. Die haut ja Blöcke weg hier. So, leider habe ich es noch nicht geschafft bisher. Also, ne? So, was ist die Einfahrt? Quasi. Na, holen wir das Auto her. So, und dann geht es von links nach rechts, geht dann so Balkon eben weg. Dann kommt der Garten dran und so weiter und so fort. So, hier muss ich noch ein Stückchen tiefer. Das reicht ja nicht hier. Das ist ja. Ich denke doch, dass da ein Loch ist, ne? Nur deswegen habe ich einen Jeep hingestellt, weil ich die Höhe noch mal messen musste. Ich wusste es nicht mehr wie. Aber das reicht so. Dann kommt da hinten natürlich noch Beleuchtung drin, dann sieht man das natürlich noch besser. So, naja, und weiter bin ich noch nicht. Da habe ich in der halben, dreiviertel Stunde gebastelt, den ganzen Kram. Leider hat die Aufnahme ja wieder verhauen. Naja, beim nächsten Mal seid ihr dabei. Nö, ja, gut, dann. Ja, wir müssen uns ja heute. Was ist denn? So steil ist der Berg hier nur auch nicht hier, ne? Jetzt tun wir nicht so. Was ist er? Was ist denn los mit dich? Musst du wirklich einen Turbo-Knopf drücken, damit du hart aus dem Arsch kommst hier? Gut. Da müssen wir aber jetzt gleich noch mal ein bisschen was aufwerten, zumindest die untersten, ne? Nicht, dass die mir hier ständig weggehockt werden, hier von den Kollegen, die hier dann nachher kommen. Und so. Nicht, dass mir der ganze Büttel wieder einfällt hier. Also, die Holz wirst du nicht dabei haben, mein Freund. Na doch, wir haben 6000 Staubelasten, das reicht ja. Ja, das solltest du zwar jetzt nicht gleich auf Stein machen, aber okay, wir können es ja dann anmalen. Ne? Na, dann mach's halt eben, wenn du es unbedingt willst. Ja. Hast du in der Mitte vergessen? Hallo. Naja. Jede Menge Steine habe ich da rausgeholt. Habt ihr ja gesehen und Lehm hier von dem Heidenhaufen. Hm. Haben wir was kaputt geschossen, wisst ihr?
Das sind jetzt Pflastersteinöl. Na Gott sei Dank. Da kann er nicht weiter abwerten wie Holz. Dann bleibt noch ein bisschen Beton übrig. Da hinten kommen noch zwei Scheinwerfer hin, die dann hier durch die Rille leuchten hier, ne? Und dann leuchtet das schön hier vorne dann. Ja, ja, runter, hoch, nüber, da war noch einer kaputt, hast du es gesehen? Hier müsste ich noch eine Schräge eigentlich dran machen, ne? Hier müsste noch eine Schräge dran. Eine kleine, glaube ich. Na, ich habe nur noch einen Block. Mach mal vier Stück oder fünf Stück von mir aus. Da muss noch der kleine Block dran. Weiß ich aber nicht, ob der Jeep da noch reinpasst. Hier müsste quasi, ne, machen wir hier die Stellung. Ich glaube, das ist der verkehrte. Ja, da muss der mittlere hin. Ja nun, hier, ne? Muss schon die richtige Umdrehung nehmen hier. Genau. So. Jo. Sieht nicht so abgehackt aus. So, gut. Weiter geht's. Ich war ungefähr die Hälfte vom Tunnel, ne? Also bisher, würde ich sagen. Weil ich nicht weiß, wie weit die Zombies dann hier rumrennen da drinne. Weil wenn jetzt mal so ein Holzblock kaputt geht, aber wenn hier der richtige Pfeiler getroffen ist, dann fällt das ganze Mist zusammen, ne? Ach, auch noch kaputt. Was ist denn schon mit deinen Knorren? Kann ich dafür, wenn du so ständig mal runterpurzeln musst. Nur eine Reihe noch. Da war noch was kaputt. Mhm. So, gut. Ist auch schon mal soweit. Sicher, hoffe ich doch. Ach, bis dahin reicht es wieder nicht, oder was? Hm. Ja, deine Knochen. Du bist da runtergefallen, nicht ich. Alles deine Schuld. Ach, was ist denn? Kein Holz mehr oder was? Ne, kann ja nicht sein. Gott, oh. Muss ich mal aufs Dach hüpfen. Ja, so, das sind dann so die Ausschläge. Also das Dach geht dann hier so um die Ecke. Noch ein Stückchen hier rüber. Dahinter kommt der Garten, also hier unser Gedöns, unser Anpflanzgedöns, was ist hier los? Das ist aber nicht richtig hier. Ja, jetzt habe ich den ganzen Leben natürlich oben, ne? Und den ganzen Breitatsch. Verdammte Axt, Mann. Hier rausgebuddelt. Aber wie gesagt, das Dach geht dann hier so ums Eck. Haben wir so gedacht, bis hierher ungefähr, oder vielleicht noch zwei Blöcke weiter, damit es so ein bisschen, ja, aussieht eben. Dann kommt der Garten dahinter dran und vielleicht noch eine kleine Hütte dahinter und unser Bunker ist dann schließlich dann hier unten drunter. Ja, uns war ja die Einfahrt nicht bauen, wenn wir uns da oben ständig aufhalten. Boah, müsste aber noch ein Stückchen tiefer gehen. Also tief sind wir ja noch gar nicht. Gehen wir mal nochmal so ein Feld, wie jetzt hier noch offen ist. Müssen wir schon nochmal runter gehen. Und dann gibt es eine Kurve in diese Richtung. Und eine Kurve in diese Richtung.
Diese Richtung wäre dann Verarbeitungsdings und diese Richtung wäre dann Lager ungefähr. So habe ich mir so gedacht. Vielleicht kommt er anders. Wie meistens. Kommt immer anders, als man denkt. Wassersteine sind alle. Haha. Gut, jetzt das dazu. Na, du hast ein Leben oben. So, was wollte man jetzt? Wir brauchen noch einen Geschütztor, ne, für da oben. Oder lassen wir das mal weg da noch. Wir können es ja noch weglassen. Angeschlossen sind sie. Jetzt müssen wir alles mal einschalten und gucken, was wir vergessen haben zum Anschließen. Das ist nämlich noch wichtig. Und dann würde ich mal sagen, lass mal den Blutmond so kommen, wie er kommt eben, ne? Also 64 Zombie pro Welle. Da kommt Freude auf. Gut, da drüben auf die Wiese renne ich gleich nochmal hin. Da kommen noch ein paar Stacheln hin. So, einschalten. Hier erstmal einschalten. Blub. So, wie weit sind eigentlich hier die Dinger aufgeladen? Nur sind alle voll. Guck an. Und da läuft noch. Ganz auf. Hat kaum Sprit verbraucht zum Aufladen. Okay. Die sind voll, alle Batterien. Was rein. Ja, kannst du den trotzdem nochmal mit einschalten, damit die Batterien nicht einfach leer sind, ne? So, Klingfall läuft schon mal, höre ich. So, der läuft, der ist noch nicht angeschlossen. So, dann schauen wir mal. Also. Hier Strom drauf. Strom drauf. Wichtig sind die da hinten. Autsch. Ne? Strom ist drauf, okay. Nächste bitte. Ja, hier ist Kacke. Ja, naja. Gut, kann ich auch beim nächsten Mal reparieren. Der läuft auch. Ne. Der läuft auch. Okay, die sind alle angeschließt und laufen. So, jetzt tun wir die Dinger hier raus. Die werden wir jetzt noch schön auf dem Feld verteilen, wo ich sie dann immer ab und zu mal durchrennen lasse. Ne, so. Darf ich nur nicht selber reinrennen vor. Jetzt. So, 25. Ne, dann machen wir hier so eine Reihe hin. Ja, ich laufe dann meist sowieso immer durch die Mitte durch hier. Na ja, ja, gut, okay. Wir werden sehen, ob wir es überleben. Auf jeden Fall macht das mehr Spaß, als wie sich irgendwo in irgendeine Bunker zu verstecken. Bei 64 ist dann schon eine Hausnummer, ne? So, gut, haben wir die alle verteilt. Das heißt dann, ich darf, wenn ich zwischen die renne, nicht in die Mitte raufen, sondern mehr äußerlich von beiden vorbeirennen. Damit die sich dann, mit die dann hier durchflitzen müssen. Gut, da haben wir das. Jetzt wollte ich nochmal zum Rekt. So, stimmt, nachgucken. Die zwei laufen, das läuft auch. So, was ist mit ihm hier? Da müssen wir, komm mal hinten durch, haben wir eine Tür. Jetzt haben wir ja endlich eine Tür drin. So. Der läuft. Der läuft. Klingfall läuft, höre ich. Ne? Der läuft. Der läuft. Hier brauche ich, glaube ich, gar nicht testen. Kriege ich sowieso gleich eine gewischt. Also der läuft. Dann läuft auch. Wenn der läuft, müsste der auch laufen. Läuft auch. Dann müssten alle anderen eigentlich alle laufen. Von der Sache her. Sind ja alle angeschlossen. Ja, sind ja alle angeschließt. Ja, es ist doch gut. Ja. Wollte hier noch mal gucken. Angeschlossen geht, läuft. Gut. Autsch, ja. Mal Elektrozäune laufen. Brauchen wir nicht gucken. Strom ist drauf. So, hier fehlt Strom. Die habe ich gar nicht angeschlossen. Weißt du? Haben wir sie nämlich wieder. Wo ist denn hier dein. Ne? Was hast du denn zurück gemacht? Nee. Du sollst den von hier anschließen. Also von da nach hier. So ist richtig. So, und dann der ist angeschlossen, dann müsste auch Strom haben. So. So, wieder da hinten fehlt mir dann quasi einer. Und der ist aber auch nicht angeschlossen. Ist da alles so Sachen. Ja, dann müssen wir nämlich gleich nochmal gucken, ob der Strom erreicht vom Generator. Hängt der Haufen Zeug dran hier. So, der ist angeschlossen mit dem da drüben. Genau. Ja, so.
Blutmogel, hopp. Und springen. Hoffentlich klappt das da am Blutmogel dann so gut, ne? So, eigentlich wollte ich hier auch noch irgendwo einen Geschützturm hinstellen. Am besten hier oben drauf, ne? Hier so in der Lücke drin. Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber wir haben ja keinen mehr jetzt. Jetzt ist auch schon mal Schluss hier mit Geschützturm. Wir haben nichts mehr. Sei denn, ich hole die da drüben noch. Moment mal, ich habe den Block noch versetzt, verdammte Axt. Wie weit bist du da drin? Ah, shitty. Das heißt, alles, was hier drüben hängt, kann ich nicht abbauen, ne? Na klar. Was? Doch, hängt noch drin. Du musst das reparieren, bevor. Okay. Ah, die ganzen Dinger hier. Hier haben wir doch noch zwei Türme. Hier den. Ich kann ich jetzt eigentlich aufheben, ne? Was? Ja, muss reparieren, verdammte Akten, meine, jetzt habe ich alles da drüben gelassen. Oh nö, wegen drei Punkten oder was? Muss ein Sparschwein sein. Der ist auch kaputt. Wir müssen reparieren, von da wegen. Den kann ich jetzt aber mitnehmen, oder? Ne, ah, für die. Ja, nun, den kann ich nicht mitnehmen. Okay, wir bauen ab. Kriegen wir vielleicht ein paar Teile, um die anderen zu reparieren. Das heißt dann aber, ich kann den da nicht mitnehmen, ne? Eigentlich nicht, ne? Ja, dann bauen ab. Ist es halt so. Nochmal setze ich den Block jetzt nicht. So, das heißt, alles, was auf der Seite ist, kann ich nicht aufheben. Weiß dich auch nicht. Nee. Aber hier, ne? Auf der anderen Seite. Da kann ich wieder aufheben, okay. Oh, das heißt, den könnte ich mitnehmen. Oh, gefährdet Ding. Ja, muss ich reparieren. Nein, nicht mehr. Doch nicht kaputt machen. Du sollst. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Eisen. Hier habe ich keinen mehr, hier steht keiner mehr, hier steht keiner mehr. Also haben wir nur noch den einen Turm hier. Ach mein, ey, jetzt muss ich wieder überflitzen. Ja, fahr das Ding hier ab. Kannst du es abnehmen wenigstens? Oh, kannst du wegnehmen. Quer. Kann man da oben irgendwo hinflanschen. Wegen dem blöden Eisenbahn, Mann. Oh, wird schon gewaltig. Wieso hast du das Licht eigentlich angelassen? Was soll denn das? Welches Licht aus? Mensch. Wirst du wohl. So, also, können wir ja eigentlich hier wieder ausschalten erstmal. Ne, der ist verkehrt. So, wie viel brauchst du da jetzt? 199, ne? Da ist noch Kapazität nach oben, ne? So, hier. Ja, man braucht 0, weil er läuft, ist klar. 236, okay, also hier können wir nicht mehr reinhängen. Mach ich mal aus hier. So, dann kannst du ihn auch ausmachen. Und die hier ausschalten. Die ganze musst du auch reparieren, die ist bald kaputt. Was ist denn da eigentlich? Ja, Kunststoff und dö und nie. Okay. Halt wieder da. Also brauchen wir mechanische Teile, elektronische Teile, Eisenbahn und Kunststoff. Also, ne, und hier. Und, na, wo sind sie? Da und da. Das ist ja, die Fackeln wollte ich eigentlich in der Einfahrt bauen, aber das mache ich dann später. Das brauchen wir dann auch nicht mehr. Den kannst du mit zu den anderen Blöcken packen. So, ne, den auch erstmal hier mit rein. So, Schrotflintentürme haben wir ja keinen mehr. Wir machen keine mehr Bauen, wenn wir keine Schrotflintenteile mehr haben, ne? Damit haben wir ja die automatische gebaut. Okay. Haben wir noch Schrotflintenteile? Ja, drei Stück. Wird nicht reichen für einen Schrotflintenturm, ne?
Ja, du meinst Schrotflinten. Da brauchen wir nämlich 3. Hm. Ja, aber 10, ja, Kameragedöns. Dann haben wir nur 3. Hier sparen oder was? 10 Bewegungsmelder braucht das Ding. Meine Güte. Hier waren so Bewegungsmelder. Hier, was brauchst du denn da? Wieder geschmiedetes Alten. Wie viel kannst du machen? Machen wir mal 10 Stück. So. Dann kannst du nämlich die anderen wieder wegpacken. Ja, falls wir die mal euch mal anders brauchen. So, dann haben wir das. Was hat sie noch gebraucht? Propental haben wir Öl. Öl haben wir hier. So, gut, wie lange brauchst du jetzt hier? 2 Minuten, eine Weile können wir ja. Na halt, warte. Edel nochmal hier, ne? Nimm da noch ein paar Steinchen mit. Na, hier so. Und von mir aus nochmal ein bisschen Beton. Da kannst du nämlich die Wände da auch noch fertig machen. So halbwegs. Ja. Ja, das ist eben doch ein Betonbunker hier. Damit habe ich noch gesagt, das können sie von mir komplett abreißen. Braucht kein Schwein, braucht das Ding hier. Jetzt werde ich es auf. Nur mal schon mal die Hälfte hier hinten. So, jetzt müssen wir hier auch schon mal was weghocken, glaube ich. Komm ich da hin? Na, freilich. Ne, den kannst du lassen. Wir brauchen nur die kaputten müssen weg. Hier zum Beispiel. Und den da. Jetzt fällt die Bude zusammen. Da würde ich aber lachen, du. Da würde ich heulen vor Lachen. So. Hast du gerade den Einblock wieder weggeräumt? Jetzt machst du schon wieder weg. Ist klar. Immer so, ne? Ach, meine. Ja, komm, mach nochmal 11 Stück. So, kopieren wir mal diesen Block. Könnt ihr raussuchen, auch dauert länger. Machen wir hier so zu, ne? So. Dann reicht doch nur durchlaufen, oder? Ja, siehst du. Ach so, was ist denn jetzt? Der ist wieder andersrum drauf, ne? Was ist denn jetzt? Hast du schon wieder Hunger? Und Tatsache, der ist fast am Ende, der arme Kerl. Wieso braucht er jetzt so viel mit einmal? War die Tage nicht so? Also, ist er doch ein kaputter, der hat sich schon aufgewertet, ne? Dann kannst du gleich wieder rüberspringen, so, genau. Na, wo hast du denn jetzt hingesehen? Ne? Hier oben, ne? Gut, dann aufwerten, ja. Was ist denn jetzt? Achso, war der falsche. Akkuschrauber geht nicht aufwerten. Da hätte eigentlich Lüftungsschlitz hingekonnt, aber okay. Letzte Vorbereitung für den Blutmond, würde ich mal sagen. Entschuldigung. Aber hier ist noch eine Platte. Sieht dann doof aus, ne? Oh ja, gut. Nein, das sieht das andere nicht aus, ne? Ich meine, da sind wir Level 100, wenn wir hier Blutmond machen, wenn wir hier ständig alles aufbauen, aufwerfen. So, unten war alles repariert, so viel ich gesehen habe. Da oben komme ich nicht hin, ne? Doch, okay. Hat auch nicht mehr hin. Doch, hallo. Ja, hat auch nicht mehr, ne? Das ist zu weit. Gut, dann haben wir das. Muss ich hier eine Tür einmachen? Ich glaube nicht, ne?
Ach Quatsch, glaube ich. Ach so, dann wollte ich hier noch, ne? Dann ich da wieder durch die Lückenfalle hier. Kopieren wir mal den Block. Wollte ich das letzte Mal schon machen. Weil hier passt ja keiner hin, weil ist ja ein halber Block hier drüben. So, gut, dann haben wir das auch. Entschuldigung, gab es jetzt noch irgendwas, was ich wollte? Na, ja, Essen. Ist gut. Ich hab, ja, alles klar. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Essen wolltest du. Und Drohnen-Gnüffel abgezogen, ne? Die fliegt einfach gerade hoch. Ja, hier, dann nimm. Du musst ja gar schon zwei essen, Junge. Und hier benutzen. Wieso hast du denn das Wasser eigentlich mit dir rumgeschleppt? Hm? War es noch vom Kochen übrig, ja. So. Ist er hier fertig jetzt hier? Ich denke mal schon, ne? Jawohl. So, da. Dann. Nee. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ach, Stolper, ein paar Jessen. Hier ist auch schon mal aus. Ja, gut, ist ja auch nicht drin. Eisenbahn kannst du eh keine mehr machen, weil kaum Eisen drin ist. Okay, na, das ist auch schon mal so. So, jetzt möchte ich aber meinen automatischen Schrotflinten geschützt worden. So, meinen ersten selbstgebauten. Wird gekauft. So, dann kannst du das da rüberpacken. Dann müssen wir nochmal rüber zu dem. Ja. Hä? Hallo? Ach, das hat eingebracht. Na gut, ich habe 10 gelesen vorhin. Alles klar. Jo, meine Schuld. Jo, gut, passiert. Da haben wir nochmal welche für 12. Ist mir jetzt nicht eingefallen, was wir den noch machen könnten. Ohne mich selbst zu verletzen, dass ich selber durchrenne. So. Ja, ist ein bisschen Eisen da. Das brauchen wir ja gleich drüben für den. Das hast du also weggeräumt. Ja, wir wollten den Geschützturm noch holen. Nimm das mal wieder mit hier. Mal den kannst du da lassen. Aber den Rest nimmst du mit. Noch nicht reicht das jetzt. Ja, fertig alles. Da braucht noch 6 Minuten. Gut, dann. Machen wir drüben das Ding noch schnell ab. Dass wir jetzt alle laufen können. Na gut. Da wären auch zwei Bewegungsmelder gewesen, wovon ich hätte einen abbauen können. So, hier mitnehmen. Ah, erstmal reparieren, ne? Ging das jetzt? Na, dann nimm mit. Den setzen wir unten noch hin. Entschuldigung. Lass die Fackel hängen. Denk auch gar nicht dran. Wir haben drüben erst 5428 Kerzen verbaut. Nur mal so zur Info. Und es ist wieder so, du siehst nichts. Ne? Das Auto ist zwar oben, aber den kleinen Kram, wie die Kerzen und den ganzen, das siehst du gar nicht. Die kommen jetzt auch. Blub, mit blub. Ich raff's nicht. Die Reflexion hat jetzt nichts mit der Entfernung zu tun. Artikel auch nicht. Reichweite ist hoch, höher geht's nun mal nicht. Hier gibt's kein Plus-Ultra-Gedöns. Ja, ich weiß es nicht. Und Distanz ist nur mal auf 100%. So. Aber ich nicht. Da sieht man nur die Blitz gleich pluppen so. Flupp. So weg. Flupp. Aber ich nicht. Du musst jetzt unbedingt Auto fahren, das Stück, ne? Wir werden schon lange da oben. Ne? Also, Was ist denn hier los?
Macht doch eben auch noch was kaputt. Und hoch. Ach nee, war doch. Ich gucken, wie ich es jetzt mache hier mit um die Ecke bauen. Naja, so geht's auch. Wo ist er? Hier ist er. So, welche Richtung stellen wir denn? Das ist jetzt die Frage. In die Richtung oder eher in die Richtung? So. Na gut, wenn ich sie eh hier lang ziehe, würde ich sie eher in die Richtung stellen, ne? Aber wie gesagt, ich kann den nicht einstellen, das ist nicht so Problem. Ich kann den ja gar nicht einstellen. Juchen, dann fallen halt erstmal runter, ne? Erstmal runterfallen. Und das wäre wieder Brusthöhe. Brusthöhe ist kacke, aber wir könnten den hier verstecken. Geht aber doch nicht, weil das halbe Blöcke sind. Oh mein, ey. Na, versteckt man halt eben hier. Er wird es eh nicht überleben. Gehe ich mal von aus. Haben wir ab noch Munition für dich? Jo. Eigentlich wollte ich dich ganz oben hinstellen. Ja, nur mal so. So Info. Aber wir fahren ja gleich nochmal zurück. Oder mal zu Bob. Da hat bestimmt auch noch einen. Gut. Ja. War hier eigentlich alles gefüllt? Ne, war nur halb gefüllt. Hier. So, und dann verließen sie ihn schon wieder, ne? Was Munition angeht. Na, da komme ich nicht dran an den, leider. Da muss ich irgendwie, hinten dran. Na schön. Hinten dran. Ja, durch die Stachel fallen, oder was? Hast du dir auch eine Schule überlegt, du? Ich glaube, die waren voll. Ich will es nicht mehr. Verdammt. Von oben heran. Ja, renn erstmal. Nein, du sollst hier hoch und dann rüber. Gibt nur einen Weg auf das Dach. Okay, zwei. So, müssen wir hier irgendwo einen weghacken. Hier so würde ich sagen, ne? Hier so. Na, hörst du, jetzt weggehen. So, kann ich jetzt von hier aus auf dich zugreifen? Geht denn das? Natürlich geht das wieder nicht. Ist da wieder mal blendende Sache und so. Dann nimmst du diesen da und machst mir eine Leiter hin. Einfach mal so. Ach, nimm die Runde. Sieht schöner aus. Auch eine Gerüstlage geht auch. So, gut, da müssen wir doch jetzt drauf zugreifen können. Ne? Na also, der ist nicht drin. Okay. Ja, das wäre wieder fast in die Hose gegangen alles. Einmal, zweimal, dreimal. Wie sieht es mit dir aus? Ja, ist voll. Okay, der war aber auch gesichert, der war auch schon gesichert. Okay, gut, dann. Haben wir da eine Klappe? Wollen wir eine Klappe hinmachen? Eigentlich nicht, ne? Was soll denn da reinfliegen? Also ich natürlich. So, gut, jetzt fahren wir zum Bob. Juhu! Nee, okay. Keine Knochen gebrochen. Wisst ihr, sind die Kerzen wieder aufgeploppt? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Haben wir beim Bob noch eine Quest offen? Oder zum Abgeben? Oder. Böcke.
Na, den hast du fast weggerissen, wollte ich immer so gesagt haben. Also wenn wir jetzt ein bisschen Ölschieber finden, dann nehmen wir das gleich mit. Und Nitrat dasselbe in grün. Was gab's denn hier überhaupt? Och, Ölschieber. Nö, Na, bleib stehen. Immer muss ich den Kamm festhalten. Nö. Gut. Na? Gibt doch Ölschieber. Nur eine Handvoll. Mehr brauche ich doch nicht. Na? Dann soll ich runterfallen? Macht ja nichts. Oder nehmen lieber die Axt. Schneller irgendwie. Wenn du dir selber zuhaust. Ich weiß nicht, ob das extra Bohrer dann schneller geht. Kommt auf einmal mit was du mehr abbaust, ne? Mit der Axt hier oder mit dem Bohrer? Na gut, haben wir auch schon 1000 gesammelt, ne? Ich meine 2000. Ja, schon über 2000. Na gut, dann mal hier. So, den hier noch weghacken. Also, da kommt immer mehr zum Vorschein. Verdammt. So reicht. Hör auf jetzt. Ich wüsste, das klingt so schön bunt, aber du musst nicht gleich alles wieder mitnehmen. Hör auf jetzt. Ist gut nu. Gut nu und gut ruhen. Mensch. Wir haben jetzt doch knapp 4000. Waren hier. Nitrat kann sie dann höchstens noch mal ein bisschen, als wenn wir noch was finden. Was ist denn hier? Eisen. Da brauchen wir dann auch wieder einschmelzen. Das waren 1020 jetzt schon. Ne, ich hatte eben noch, wo ist denn da? Gut. Auf der Bobby. Na, die fährst du da kaputt, ist klar. Müssen wir auch mal einen Tag lang hier mal ein bisschen Dings sammeln. Damit wir Smoothies machen können. Yoga. Bisschen Yoga sammeln. Yoga. Halt. Mit Eisen. Hm? Manchmal gibt es ja ein bisschen Nitrat hier irgendwo mal ab und an, ne? Aber ich sehe jetzt gerade keins. Hier gibt es noch mal Blei. Brauchen wir dann auch noch mal. Aber hier kann man auch noch mal eine Mine flutschen. Meine Baufolge lang. Die Mine ein bisschen aufpeppen. Ja, das war so eine Springfuhr, ja. So, jetzt lass mich hier mal kurz das Auto anhalten. Einen Keil untergelegt. Nitrat. Oh nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, es ist doch gut. Da rennt sie da rum. Na, da doch spannend auch. Genau, wie immer halt. Reim mich nicht immer so an. Kann ich überhaupt nicht leiden. So. Ich hoffe, du hast deinen Freund zu Hause geladen. Na, bist du wohl. Oh, in der Draht haben wir ihn. 1000 und. Also in der Draht ist nicht immer so ergiebig, ne, wie das wieder Rest. Hätten wir auch eine Mine abbauen können, ja, aber da war es ja schon knapp. Ich denke, da müssen wir eine Lader irgendwie dran kriegen. Und jetzt lache ich dich aus, wenn du kein Holz mit hast, dann kannst du keine Lader bauen. Da lache ich dich aus jetzt. Fünf Bauladern hast du.
Toni? Hä? Wir sind droht. Toni, rutsch mal. Hm. Hau doch mal ab da. Ich will... Ja. Hm. Kommst du jetzt mal her oder so? Ja. So ist gut. Mann, Mann, Mann. Immer musst du betteln. Also letzte. Okay, da müssen wir eigentlich rauskommen, ja? Jo. Okay, alles klar. So, wie spät haben wir es? 12. Ich würde sagen, bis 3/4 bleibt man noch hier. Packen wir noch ein bisschen Nitra rein. Und dann fahren wir nochmal zu Bobby. Und bobben ein bisschen rum. Gucken wir, was er so im Angebot hat. Oh, hier gibt es nochmal Öl. Mhm, das ist ja toll. Wir brauchen kein Öl, Nitrat. Ne? Jetzt nicht nach den bunten gucken, sondern nach den silbernen, glitzernden hier. Also ich finde, ein paar Ärger geht es mit der Spitzaxt, ich meine mit der Spitzhacke hier, sehen wir besser wie mit dem Bohrer, glaube ich. Außerdem die Ausdauer eben dann irgendwann mal einen Schlussstrich zieht, ne, aber... In der Zeit haben wir jetzt schon wieder 7000 und die Draht gesammelt in ein paar Minuten. Müssen wir schon bei 13.000 EP, ja. Und bei 11.000 Steine haben wir schon wieder Steine, habe ich jetzt genug. Na, vielleicht will Bobby welche haben. Mal gucke ich denen die. Also früher haben sie Steine angekauft. Boah, sind schon über 3/4. Verdammt, Feierabend. Hm. Jetzt kommt er nicht mehr hoch, oder was? Oh, Feierabend. Boah, scheiße, geht nicht Feierabend machen. Ich muss ja noch was hinbauen. Machen wir mal da so, dass ich auch schön vermeiden sehe. Ja, hier kannst du ja so ein Soll hinbeisteln. Tö. Toni. Toni. Was machst du denn? Das wollte ich jetzt nicht so bauen. Obwohl, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. So, gut. Wie aus wie ein umgedrehter, sage ich jetzt nicht. Ein umgedrehter, im Boden gesteckten, tja. Säulen eben. Nee, der Händler hängt dort. Nochmal Blei. Ja, 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 hier gibt es nochmal Öl. Ein. Oh, auch knapp du. Lutsch. Also der war mindestens war der einbetoniert. Also so wie er den Kern aufgehalten hat, war der Ding einbetoniert. Ja, nehmen wir an mit. Warum nicht? Ja, noch mehr Stein. Moin! Da war ich schon dran. So, lass mich mal dein Inventar sehen. Ich habe da hier ein paar Steine für dich. Oh, 1620. Nur dann, hier. Ne? Ja, ich habe noch welche. So, ne? So. 6000 Nitrat. 8000 und Nitrat. Oh, hier habe ich noch ein Steinchen. Dann habe ich hier noch zwei Bücher. Und noch ein Oldkumpen. Öl gab es aber nicht so viel, ne? Gut, haben wir's. Was heißt der? Schrotflintengeschütztürme. Anderen heißt der nicht, zufälligerweise. Nur ein Schrotflintengeschützturm. Nur ein Schrotflintengeschützturm. Greetings, Stranger. I've got the best safe travels. Der hat nur einen Schrotflintengeschützturm. Zweimal. Entschuldigung. Also einen brauchen wir ja noch für unten den Turm, ne? Den kannst du auch schon mal mitnehmen.
Falls wir noch eine dritte Schmiede basteln, einen Schmelztiegel haben wir noch. Ach, den werde ich schon irgendwo unterkriegen, ja. Zack. So, ich brauche aber noch 9 mm. Hier ist schon. Ja, hier, sowas. Nehme ich. Rotblinden nehme ich auch nochmal vorsichtshalber mit. Halbhammer. Na, wenn du wenigstens die andere hier jetzt Panzer brechen, aber du hast ja nur die in Panzer brechen. Wir haben es ja, ne? Komm. Versuch mal klug. 9 mm passt nicht in den Geschützturm. Das wäre es ja, wenn die in den Geschützturm reinpassen würden, ne? Halten sie aber leider nicht. Die 44 heißt ja nicht als. Dabei ist das nur meine Drohne hier, kann das sein? Drohne. Ach ne, die haben wir ja. Wen haben wir die verkauft? Weiß schon gar nicht mehr. Doch bei dir haben wir die verkauft. Nee, oder? Weiß gar nicht mehr. Oder war es beim Rekt? So, gucke ich nochmal schnell durch hier, ob wir irgendwas wie Klebeband oder sowas noch sehen. Hätte ich auch mal eintragen können, ja, ich weiß. Batterie. Hast du vielleicht Solarzellen? Nein, du hast auch keine. Das hättest du ja schon angezeigt, ne? Ja, du hast auch keine. Ich verstehe das nicht. Gut, dann war's doch schon wieder. Tschüss. Das Auto steht dort. So, wie viel Zeit haben wir noch? Haben noch. Wir könnten noch mal. Nee, falscher Knopf. Wir könnten noch mal. Wo sitzt denn der andere Händler? Da war da auch hier in der Wüste irgendwo, oder nicht? Da oben dann. Oh ja, ganz schöne Strecke, du. Und dann können wir, da haben wir sogar noch die Quest offen. Ja gut, schnell hinfahren, schnell zurückfahren, ne? Schnell hinfahren, schnell zurückfahren. So, sagt sich so einfach. Na gut, Sprit ist noch da. Ich fahr gleich außen rum. Ich weiß, war die Quest, ich hab schon bimmeln hören. Aber heute nicht. Darf schon mal Blutmond rein. Nein, ey, doch mal eine Autobahn, wir waren noch nie dran. Haben wir da eine gepult im Huben, ne? Na, ist doch geil, ja. Was? Wo scheißt denn du so rum? Raudi, wegen dir bin ich von Cocktails gefahren jetzt, Mensch. Toll, wieder ist grün vorne. Geier. Aber wir sind irgendwie vom Weg abgekommen. Entschuldigung, Huhn. Du bist mir wieder vors Auto gelaufen. Einfach so. Das war der war aber Tiefflug jetzt, ja. Wenn du links gleich einsammeln würdest. Das würde mich interessieren, dass es im Rasenmäher auch geht. Kaktuse und so. Oha, jetzt, wo sind wir jetzt wohin geraten? Ja, jetzt fängt euch schon wieder an wie im grünen Biom, ne? Ja, ein bisschen Gelände fahren, so. Moin. Was ist das? Also, die sind irgendwie sind die festbetoniert. Die halten das ganze Auto auf. Oh, im Fluch. Eisen. Irgendwie das Gefühl, dass die Geier mal auch wegfliegen, wenn ich komme. Wo waren der Händler jetzt? Ja. Klatsch, Klör, Kling.
So. Was ist denn jetzt? Hier ist nichts nachgeladen. Kannst du nicht leiden oder was? Something you like? Mhm. It must be my lucky day. Thank you. Ja, bitteschön. So, jetzt zeig was. Das, warte mal, kann ich dich nicht beklauen? Ja, geht das nicht? Kann ich mal die Kasse beklauen? Das ist ja traurig. Okay. Na gut. Bist ja genauso geizig wie der Rick. Was hast du denn so im Angebot? Klingenfallen und nochmal Schrotflinten geschützte Türme. Ne, da haben wir jetzt eigentlich genug von. Wir brauchen was anderes. Ne, traurig, dass sie noch keinen Flammenwerfer mit reingebaut haben. Oder irgendwas anderes. Gießpulver. So können wir ja mitnehmen. Granaten. Funktioniert wieder nicht so, ne? Wie ich es mir immer denke. Ja, hier nehmen wir mit. Auch das Solarzellen. Hier ein Klebeband. Jawohl. Nehme ich gleich alle mit. Blei. Ein Amboss. Hat man vorhin schon Amboss gekauft? Ne, ein Blaseball. Gut, dann kaufen wir Amboss noch. Dann ist wieder eine Schmiede vollständig. Ja, nun. Ich habe schon eine 6er Desert, ne? Also, ab mit dem Kram. Tja, nix mit Solarzellen. Weiß nicht, wann die kommen. Sehe ich nicht. Gut, dann haben wir jetzt wieder ab nach Hause. Wo willst du denn hin? Soll ich dich mitnehmen oder was? Nö, schweiß mit so viel rum. Nö, dann nicht. Könnten wir ja auch mal dann. Nehme nicht jeden Perner mit. Aber einen Stein nehme ich mit. Komm, fahr lieber Straße. Dann machen wir die Turbomod einmachen oder haben wir die eigentlich schon reingemacht? Ne, die Sparermod war drin und das Reservetank-Ding, ne? Und 5-mal Eisen auf einem Fleck. Das ist doch wieder hier so ein Scheißding. Mann, wieder falsch gefahren. Na, alles müsste ausweichen hier. Einen Kaktus nimmst du mit. Das, na, nochmal. Deswegen habe ich nämlich auch die Beete noch nicht gemacht, weil ich die dann mit an die Villa bauen will, ne? Oder mit bei der Einfahrt. Autsch, 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 autsch. Kojote. Wurzel. Da kann es doch wieder im Arsch immer daheim sein. Mach ich. Geh jetzt mal Konflikte hier beim Rüberfahren. Überall sind Baumstämme. Und, Kaktusse. Ich habe noch gar keine Westernstadt gefunden, ja, diese, also diese Dörfchen und diese kleinen Gemeinden, sagen wir mal so. Die könnte man sich als Projekt ja eigentlich auch an Dings nageln, unter Nagel reisen, meine ich. Oh, ich gehe im Stock. Ein 6er. Selbstgebaut ist. Das ist ja natürlich überhaupt nicht. Kannst du gleich Schüsse. Gewehr wäre was wert gewesen. Selbstgebaut ist. Da war nochmal Ölschiefer. Habe ich gesehen. Im Augenwinkel. Weil das hier die Spritanzeigen, dass alles nicht geht, ne?
Im Moment fahren wir ja eigentlich 0 Stundenkilometer. Da fährt aber ganz schön schnell. Bestimmt der Tacho im Arsch oder Tachowelle kaputt oder keine Ahnung. Benzin ist eigentlich leer. Aber wir haben 51%. Okay. Naja, gut. Alte Instrumente halten manchmal nicht mehr so hin. Ja, wo willst du denn hin? Wir müssen doch da rüber. Also. Biker! Hau ab! Jetzt mein Kern geschlagen. Hast du jetzt meinen Kern geschlagen? Hä? Einmal über den Kopf drüber geschossen. Da einfach gegen meinen Kern gehauen. Mein Gott, keine Kratzer dran. Wieso, dafür qualmt er eben auch schon wieder, ne? Entschuldigung. So, Schrotflintenschütztor. 2 Stück. So, nun. Wir hoffen, dass der Generator das packt. Na, den jetzt noch hier oben drauf bauen. Da einen hin. Was ist denn dein Anschlussdings gedöns? Schleift immer mit dem hier durch. Ne? Dann 1, 2, 3, 4, 5. Einmal. Ja, zweimal, mehr wird nicht, ne? Bisschen Munition brauche ich dann schließlich ja auch noch, ne? Na, 36 Schuss reichen mir dann aber auch nicht. Gib mir die Hälfte wieder ab hier. So. Und den anderen. Wo bauen wir den hin? Hier oben drauf oder was? Oder da oben drauf? Ja, spring noch in die Fackeln, Schachel, nein, hier oben drauf. Oder? Wie wollen wir es machen? Also da haben wir ja nur noch geschützt worden. Aber oben ist scheiße, der wegen dem blöden Demolisher. Da schießen eben genau auf den sein Ding drauf. Der macht dann Boom. Und das ist ja eh nicht mehr viel wert. Könnten wir noch mal ein bisschen herrichten hier. Oh. Dann stelle ich den da mit oben drauf. Und lass den mit in diese Richtung schießen hier. Und die Stacheln haben wir schon hingebaut. Oder ich stelle, na ja gut, hier oben drauf sind schon die normalen kleinen. Aber also reißen mit der Hütte nicht ein. So, nun. Kann man das hier kopieren oder wie läuft denn das hier? Hä? Hat doch kein voller Block hier. Hallo? Den sollst du kopieren. Ach, das ist so ein. Aha, alles klar, da weiß ich Bescheid. Naja, so, nee, ja, nee, nö. Advanced. Das war genau die einzige Seite. Ja, das war doch richtig. Ja, ich hab meinen Rückwärtsknopf, verdammte Axt, Mann. Ja, jetzt. Nö. Ja, nee, nö. Was ist denn? So, Junge, Junge, Junge. Reicht doch eigentlich auch so. Ne? Jetzt eben so ein angeschwarzter Winkel oben drauf. Okay, das Beton gegossen meine ich. Alles an einem Stück. Mit Eisenbewehrung. Na, da haben wir noch so eine kleine Platte. Da können wir sogar selber nochmal notfalls hochspringen. Dann würde ich den aber eher in diese Richtung schießen lassen. Und den schließe ich mit der Klappe da vorne an. Blub.
Sag mal, bist du überhaupt irgendwo angeschlossen? Ne? Du bist doch gar nicht. Bist doch gar nicht mal mit angeschlossen. Hallo? Wir haben doch vorhin alles überprüft. Dann sollte er hier eigentlich darunter gehen, von der Sache her. Zack. So. Jetzt ist er angeschließt. Ja, da kommen wir sogar hoch. So, dann kriegst du hier nochmal 150 und ein bisschen hiervon und Sperren. So, der Rest ist für mich. Ich brauche ja noch ein bisschen was. Gut. Dann war es das jetzt erstmal vom Blutmond. Jetzt gehe ich noch hoch, räume die ganzen Sachen weg und dann sehen wir uns wieder. Also, bis demnächst.